keine Ahnung, wie vielen Tag wir heute schon haben. Guten Tag auf jeden Fall aus Laguna Beach. Nein. Hä? Macht ja gar, Digga, was? Mann, ja gut, wir sind in Venice Beach. Und heute geht's in den Freizeitpark. Heute geht's zu Six Flags Magic Mountain. Und dieser Six Flags hat einige der krassesten Achterbahnen der Welt. Da sind noch die Tickets, da sind die anderen. Und damit geht's jetzt zu viert in zwei Autos raus aus Venice. Eine gute Stunde fahren wir weiter ins Innere von Kalifornien, wo es so richtig heiß wird. Es ist so heiß heute, 40 Grad. Man steigt aus und die Luft tut weh. Heiß? Alter, wir haben 42 Grad. 42? Ja. Aber guck dir diese Achterbahn an. Bruder, ich kauf den Laden. Meine Schule hat nie so geile Ausflüge gemacht und wir hatten noch nicht so einen coolen Bus. 10 Minuten vom Parkplatz hergelaufen. Ich kann nicht mehr. Es ist so heiß. Und auf den ganzen Weg war ich kein Schatten, wie gesagt, 42 Grad hier. Und bei dem Wetter wird einem das Wasser am Eingang abgenommen und man zahlt 4,50 für so eine Mini-Wasserflasche. Wir haben vor zwei Tagen wirklich ein 30er-Pack von den Flaschen für 4,50 gekauft im Supermarkt. Und man überlebt hier einfach nicht mehr ohne Wasser. Man kann sich hier nicht häufig genug eincremen. Wo möchtest du zuerst hin, kleiner Revi? Da will ich hin. Als erstes fahren wir mit dem Karussell, oder? Nein, ich will das einatmen. Wasserverschwendung. Amerika. Wo gehen wir zuerst hin, Leute? Ich habe hier so einen kleinen Tamagotchi, oder eigentlich ist in meinem Pokédex. Kann ich so auswählen, wo ich hin will. Da muss man nicht in der Schlange warten, sondern kann einfach rumlaufen. Ich weiß nicht, was ist, aber ich bin für die Viper. Wir gehen zur Viper. Oh Gott, Revi, ich hab was. Sehr gut, Revi! Das ist ein geiler Abschluss für unseren heutigen Six Flags Tag.
Es ist 21 Uhr, wir geblieben. Die Sonne ist gerade untergegangen. Also Tag ist unendlich heiß. Das ist einfach geil. Da hinten waren wir gerade noch auf der Achterbahn. Jetzt sind wir wieder zurück auf den Parkplatz. Das war's mit unserem Six-Flag-Tag. Yeah. Wenn du den Tag in einem Wort beschreiben könntest, was wäre es? Oh. Hey, ist doch super easy. Ich dachte, ich frage jeden und jeder sagt dasselbe. Ja, Adrenalin irgendwas? Nee, so. Fängt mit H an. Heiß, ja heiß. Oh ja, Gott, ja, heiß. Guck. Aber nur die Hälfte davon, nur die Hälfte davon. Die andere Hälfte war mega geil. Ja, das stimmt. Dann die erste Hälfte kann ich mich nicht erinnern. Mein Gehirn war... Auf einmal warst du eh weg, lagst ja, in der Ecke. Ich ne? war einfach so, so wie das war. Ungefähr so sah ich aus. Hallo Jody. Ja. Alles wird gut, alles wird gut. Kathi, der Tag in einem Wort. Heiß. Ja, korrekt. Der Tag in einem Wort. Affentitten mega. Ja, das war falsch, aber du bist auch Revi, ne? Wir fahren jetzt nochmal nachher Downtown Los Angeles, weil da soll es ein sehr schönes Restaurant geben. Also, das heißt, da soll es was geben, Leute. Da waren wir schon. Ja, ist ja auch mal gut. Was ist denn hier los? Alle hupen. Dankeschön. Da würden wir schnell Laptop bleiben. Ich muss jetzt nämlich noch auf der Fahrt ein bisschen was schneiden, nämlich. Ich bin ja ein paar Vlogs zurück, weil die dauern so lange zu schneiden. Ich bin sehr zufrieden mit dem Video und vielen Dank euch auf jeden Fall für das fette Feedback. Und was ich eigentlich sagen wollte, wir fahren jetzt nach Downtown Los Angeles, weil da waren wir schon letztes Jahr sowohl beim Kelly Chip, damals auch mit Monte, damals uns das Essen komplett ausgegeben hat, weil alles so nett fand mit uns. Vielen Dank nochmal dafür. Und weil das da so geil war, waren wir danach noch mit Kev beim West Coast Trip, ebenso bei dem Restaurant. Und jetzt fahren wir nochmal hin. Tschüss Six Flags Magic Mountain. Es war mal wieder sehr nice, auch wenn mein Kopf jetzt ein bisschen wehtut und es ist mega heiß für heute. Aber die Fahrten sind so krass. Die haben mir ungefähr 10 Achterbahn, die in jedem anderen Freizeitpark so das krasseste vom ganzen Park wäre. Und hier ist es einfach Standard. Kathi fährt, ich schneide und dann sehen wir uns gleich in Los Angeles im Restaurant wieder. Downtown Los Angeles. 35, ja. Essen ist da und ich habe ein mega leckeres Steak. Rewe hat sich dasselbe gegönnt. Dazu gibt es einen Salat. Pizza haben wir hier noch. Nudeln sind dabei, gerade eben hatten wir alle zusammen Rinder-Tartar, was richtig lecker war. Und diese Location alleine. Wir sind hier so am Rande von Downtown, hinten ist halt irgendwo so ein Güterbahnhof. Ich glaube, ich hatte euch das letztes Jahr auch schon mal gezeigt beim West Coast Trip. Da waren hier noch alles nur Lagerhäuser. Jetzt ist hier sogar schon so ein hippes Möbelgeschäft auf so eine Art eingezogen. Bestie Eissalat, ich kann es euch nur empfehlen. Vielen Dank euch heute auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich beende den Vlog mal an dieser Stelle. Weißt du, wie das hier heißt, was hier in diesem Viertel passiert? Ja. Gentrifizierung. Naja, da war vorher waren hier nur Lager halt und jetzt kommen Restaurants hin. Ja, und auch Wohnhäuser, Loft, das ist Gentrifizierung. Aus Industriegebiet wird Wohnraum, ein hippes Szeneviertel. Gentrifizierung. Ist das nicht nur so, wenn sozusagen die, das vorher auch ein Wohngebiet war, aber dann sozusagen reichere Leute dahin ziehen? Aber da, wenn es da vorne Lager rein waren? Nein, das ist einfach Gentrifizierung, das ist einfach, wenn sich ein Szeneviertel entwickelt. Also normalerweise vertraue ich dir nicht, aber du hast ja... Ja, ich glaube, Revi, also die Kamera sah keinen Speicherplatz mehr. Ich glaube, du hast kein Recht auf jeden Fall bei der ganzen Geschichte. Ich würde einfach mal sagen, wir beenden den Vlog vorsichtshalber an dieser Stelle. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Wenn ihr euch gefallen hat, drückt nach oben. Wir sehen uns dann morgen wieder. Schaut auch bei den anderen vorbei, die haben auch gebloggt oder bei Kathi auf Instagram. Mit dem Handy sieht man nichts mehr so richtig, aber ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao.